Der Triumph Inspiration Award 2010. Beim Kickoff in der renommierten Modeschule Esmod München erfuhren die Schülerinnen und Schüler vor nicht mal 4 Wochen das diesjährige Thema. Shape Sensation. Shaping an sich ist ja eher ein bisher recht alt interpretiertes Thema, also für eine ältere Zielgruppe. Wir möchten aber jetzt wirklich in den sehr modischen Bereich. Also sehr trendig, sehr neu, den Körper formen. Den individuellen Vorstellungen von weiblichen Formen mit Hilfe von Dessous Ausdruck verleihen. Eine besondere Herausforderung. Ich habe beim Thema Shape habe ich schon so, ich habe sowas im Kopf, aber ich muss erst immer noch, also es arbeitet so im Kopf, was man sich so ausdenkt. Ich denke, die Herausforderung wird sein, dass sie im Grunde genommen nicht einfach nur ein Wäscheset machen sollen, sondern sich schon Gedanken machen, wie schon das Wort Shape Sensation sagt, wie sie verschiedene Körperpartien betonen und wie sie das natürlich dann auch umsetzen in ihrem Wäscheset. Beim nationalen Finale arbeiten einige noch an den letzten Handgriffen, während die Stylisten in den Umkleideräumen den ersten beiden Outfits schon das Finish geben. Die prominente Jury, echte Modeprofis natürlich, wartet geduldig auf die Präsentationen. Die geschulten Augen möchten nicht enttäuscht werden. Das ist natürlich vorrangig, dass es um die Shape und Formen geht, aber auch natürlich die Qualität, die Verarbeitung, Stoffe, die Idee dahinter und ob es auch modern umgesetzt wird. Entstanden sind unterschiedlichste Kreationen. Mit Liebe zum Detail und Material beweisen die Schüler Kreativität und innovative Ideen zu einem Thema, das bisher fast als Gegenteil zu modisch und innovativ galt. Die Jury begutachtet alles genau. Die Schüler zeigen, was sie können, und die Macher vom Triumph erhalten das, was sie wollen. Jede Menge kreative Inspiration. Ich fand, man hat so viele verschiedene Sachen gesehen. Man hat auch verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten gesehen. Also, keine leichte Entscheidung für die Jury. Es griff also wirklich voll in die Vergangenheit. Sie hat auch eben von Shape gesprochen. Der Rücken war ein bisschen wellig. Trotzdem steht nach 1,5 Stunden die Entscheidung fest. Und da sagen wir ganz herzlichen Glückwunsch an den Manuel Marz. Ich finde, dass der Entwurf mit Abstand am modernsten ist und den Zeitgeist aufgreift. Sicherlich sehr viel moderner das Thema Shape umgesetzt hat als manch andere. Es musste ein Outfit kommen, darauf haben wir auch die ganze Zeit gehofft, dass einen wirklich gleich irgendwie von den Socken haut. Prints waren fantastisch, das war auch ganz neu, gerade auf Wäsche jetzt so auffällige Prints zu sehen. Ich fand alle Teile, wie gesagt, sehr schön und toll. Und das sind die Geschmäcke sind auch so unterschiedlich, das kann man im Vorhinein nie sagen. Ich habe halt versucht, da mein Ding zu machen. Und ob beim nationalen Finale in München oder beim großen internationalen Finale auf der Londoner Fashion Week im September. Profis von heute treffen auf Profis von morgen. Eine kreative und inspirative Synergie.